Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Dieser Tagesordnungspunkt, den wir jetzt gerade besprechen, ist bei Lichte betrachtet ein Dauerbrenner. Es geht um die steuerliche Gleichstellung von Lesben und Schwulen in einer Lebenspartnerschaft mit der Ehe, also um die Gleichstellung zur Ehe. Und es ist ehrlich gesagt traurig, dass dieses Thema überhaupt zum Dauerbrenner wurde, nicht nur aus unserer Sicht, sondern vor allen Dingen aus Sicht der Betroffenen. Denn es lag vor allen Dingen an der Engstirnigkeit der Fraktionsspitze der CDU/CSU, an der Engstirnigkeit von den bestehenden gesellschaftlichen Realitäten und dass diese Fraktionsspitze leider Rücksicht nimmt auf den Teil der Partei, der dem Familienbild aus dem vorletzten Jahrhundert anhängt. Wir, die Linken, fordern hingegen schon seit Jahren die Gleichstellung der Lebenspartnerschaften und vor allen Dingen auch die steuerliche Gleichstellung mit der Ehe. Die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zwingt den Gesetzgeber zur Gleichstellung in allen der ihnen vorgelegten Fällen. Und meine Damen und Herren, das Peinliche daran ist doch, dass Ihre Missachtung dieser ständigen Rechtsprechung und damit auch der Missachtung von Grundrechten. Denn nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2013 war erstens klar, dass es eine umfassende Gleichstellung von Lebenspartnerschaften zur Ehe bei der Besteuerung zwingend erforderlich ist. Und zweitens war auch klar, dass dafür nicht nur das Einkommensteuergesetz geändert werden muss. Die Folgeänderungen in den Steuergesetzen sollen in dem nun vorliegenden Gesetzesentwurf angegangen werden. Doch Sie betreiben wieder mal Augenwischerei, weil dieser Anspruch nicht in Gänze erfüllt wird. Es gibt leider immer noch keine vollständige Gleichbehandlung und ich will Ihnen das auch erklären. Es geht nämlich um folgende Lücke. Paragraph 52 der Abgabenordnung, das ist sozusagen das Grundgesetz der Steuerpolitik, führt einen ganzen Katalog steuerlich anerkannter gemeinnütziger Zwecke auf. Die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie ist dort ein förderwürdiger Zweck. Diese Definition muss allerdings meines Erachtens um die Förderung des Schutzes der eingetragenen Lebenspartnerschaften erweitert werden. Diese Diskrepanz ging ich auch mittels einer schriftlichen Frage an das Finanzministerium nach und in der Antwort vom 30. Mai teilt die Bundesregierung die Auffassung der Linken, dass es keine verfassungsrechtlichen Gründe für einen Ausschluss der Förderung des Schutzes von Lebenspartnerschaften gibt. Die Bundesregierung ist sich also der Unvollständigkeit durchaus bewusst. Damit ist der Beweis erbracht, dass die Nichtgleichstellung eine ganz klare politische Willkürentscheidung ist. Und ich möchte es an dieser Stelle noch mal betonen, trotz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts können CDU und CSU von der Diskriminierung der Lebenspartnerschaften gegenüber der Ehe nicht lassen. Beenden Sie das. Beenden Sie die ideologischen Grabenkämpfe und verhalten Sie sich vor allen Dingen nicht wie bockige Kinder. Das ist wirklich traurig. Und noch viel trauriger ist, dass die SPD hier wieder sozusagen entgegengesetzt dem Wahlprogramm und der Wahlversprechen hier neben dem Koalitionspartner einknickt. Sie haben der Community gegenüber versprochen, 100% Gleichstellung nur mit der SPD. Und jetzt lassen Sie die Menschen schon wieder im Regen stehen. Sie sind eingeknickt beim Adoptionsrecht und Sie machen das jetzt hier wieder. Und es ist wirklich enttäuschend. Und ich frage mich, wann Sie dann auch mit diesem Einknicken mal aufhören. Und es ist für uns Linke ist es klar, dass langfristig wir die steuerliche Privilegierung der Ehe beenden müssen. Und um den Gegenbeweis auch anzustellen, dass wir nicht bockig ist, und Ihr Gesetzesentwurf hat ja in vielen Bereichen die von uns seit langem geforderte steuerliche Gleichstellung der Lebenspartnerschaft mit Ehen jetzt angefasst, wir wollen trotz der beschriebenen Lücke, die ich gerade ausgeführt habe, Ihrem Gesetz zustimmen. Denn wir betrachten tatsächlich die Öffnung der Ehe als den entscheidenden Schritt. Denn die Linke will letztendlich die rechtliche Gleichstellung und damit auch die gesellschaftliche Akzeptanz aller Lebensweisen. Und ich bitte Sie daher, nehmen Sie das Heft des Handelns weiterhin in die Hand und entlasten Sie vor allen Dingen das Bundesverfassungsgericht entlasten Sie das Bundesverfassungsgericht, denn wir haben nämlich einen Gesetzesentwurf als erste Fraktion hier in den Bundestag mit eingebracht. Und damit können Sie nämlich gleichzeitig das Adoptionsrecht bis hin zum Steuerrecht alles abräumen. Also wenn Sie es wirklich ernst meinen, können Sie nämlich unserem Antrag noch zustimmen. Vielen Dank.
Nächsten Redner erteile ich das Wort, Kollegen Frank Junge, SPD-Fraktion.